Lasst uns überlegen. Unsere Ahnenlinie existiert seit Hunderten und sogar Tausenden von Jahren. Vertreter unserer Ahnenlinie wurden geboren und lebten zu Zeiten bestimmter historischer Ereignisse, die nicht von uns abhängen. Sie geschehen um uns herum. Es könnte Coronavirus, einen Krieg oder sonst noch ein Ereignis geben. Und wenn unsere Verwandten in solche Aktionen verwickelt waren, erlebten sie es mit und irgendetwas passierte ihnen. Es kommt vor, dass verschiedene politische Ereignisse die Finanzlage einer Person naturgemäß beeinflussen. Denken Sie jetzt an Ihre Verwandten. Bei welchen politischen Ereignissen haben Sie gelebt? Was haben Sie ertragen müssen? Meine Verwandten haben zwei Weltkriege erlebt. Da meine Verwandten aus Russland stammen, haben sie die sogenannte Enteignung der Großbauern erlebt, wobei der Staat den Menschen alles, was sie hatten, weggenommen hat. Stellen Sie sich vor, die Leute arbeiteten hart, wohnten auf einem sehr fruchtbaren und guten Land. Sie arbeiteten natürlich viel, also hatten sie Kühe, Pferde, ihren eigenen Bauernhof. Aber die neu gekommene junge Sowjetregierung behauptete, es geht nicht. Sie sind zu wohlhabend. Das ist gegen den Kommunismus. Wir nehmen euch alles, was ihr habt, weg. Die große Familie mit vielen Kindern wurde ohne Wasser, ohne Sachen, ohne Nahrung in einen Güterwagen gesteckt und ins Exil nach Sibirien verbannt. Wenn Sie einen Blick auf die Karte werfen, um die Größe Russlands zu schätzen, werden Sie sehen, wie riesig es ist. 2 Wochen lang fuhr der Güterzug mit Menschen nach Sibirien. Er wurde nicht einmal aufgemacht. Die Menschen bekamen weder Nahrung, noch Wasser, noch frische Luft. Als der Zug am Zielpunkt ankam und diese Wagen geöffnet wurden, waren natürlich schon viele Menschen tot. Bei 3 meiner Verwandten starben Kinder auf dieser Reise. Stellen Sie sich vor, die Menschen kamen gerade aus einem fruchtbaren Land, wo es Schwarzerde gab, die so fett wie Butter war. Aber sie kamen in eine Gegend mit rotem Steinboden, der zum Anbau gar nicht geeignet war. Wie haben sie sich gefühlt? Denn als erstes bildete sich die Einstellung zum Geld. Wir waren versorgt, wir hatten Geld. Und dafür wurden wir bestraft. Das Geld ist also schlecht. Die Ahnenlinie hatte mehrere Generationen mit diesem Seelenschmerz gelebt. Natürlich hatte dieser Schmerz im Unterbewusstsein eine weitere Abstoßung von Geld gebildet. Und zum Schluss, als ich in der Ahnenlinie geboren und erwachsen wurde, sah ich ein, dass die Ahnenlinie Geld nicht behalten kann. Es verschwindet auf alle Fälle. Ich musste mehrere Jahre lang beten und den Geldgeist um Vergebung bitten. Um Vergebung für meine ganze Ahnenlinie bitten, für den ganzen Ärger, damit die Kraft des Geldes zu meiner Ahnenlinie zurückkehrt. Jetzt kann ich sagen, dass jedes Mitglied meiner Ahnenlinie gut situiert ist. Und der Geist der Ahnenlinie liebt alle sehr. Und der Geldgeist ebenso. Jetzt bitte ich Sie zu überlegen, welche Ereignisse Ihre Ahnenlinie erlebt hat. Krieg, Umsiedlung, Verluste. Wie ich gerade von meiner Ahnenlinie erzählt habe. Jetzt fühlen Sie mit Ihrem Herzen, was für ein Schmerz, welcher Zustand in Ihrer Ahnenlinie geblieben ist. Jetzt werden Sie begreifen, woher viele Ängste, viele Einschränkungen und Verkrampfungen kommen, die Sie empfinden. Ich kann Ihre Fragen sehr gut hören. Was soll ich tun? Es ist doch nicht meine Schuld. Ja, es besteht die Möglichkeit, etwas in Ordnung zu bringen. Vorausgesetzt, dass Sie sagen, dass Sie die Älteste der Ahnenlinie sind. Wenn Sie bereit sind, genauso wie ich, zum Geldgeist zu beten und um Vergebung zu bitten, auf die gleiche Weise können auch Sie Ihre Ahnenlinie erfolgreich machen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Gut. Hier ist das Video, das Sie sich gerade ansehen. Hier ist Ihr Herz, das schlägt und fühlt, dass Sie es auch können. Und hier ist meine Hand. Nehmen Sie sie. Und ich rufe Sie hierher, um neben mir zu stehen. Ich rufe Sie zu einem schamanischen Mysterium, zum gleichen, wie ich durchgeführt habe. Kommen Sie zu mir. Lassen Sie uns auch Ihre Ahnenlinie retten. Und wollen wir lernen, mit dem Geldgeist befreundet zu sein? Es ist wichtig, nicht nur zu lernen, sondern auch die erworbenen Kenntnisse gerade im Kreis der Gleichgesinnten zu praktizieren. Wir laden Sie ein, sich der Gemeinschaft der liebenden, offenen, glücklichen Leute in unseren Trainings und Seminaren anzuschließen.